Es ist nicht so, dass hier 7 Truthähne sind. Wir essen die 7 und geben den afrikanischen Kindern keinen Truthahn. Wir sind gar nicht im selben Markt. Die Weihnachtszeit ist vorbei, ich habe so viel geschlemmt. Darf man das eigentlich, wenn man dran denkt, wie die Menschen vor Hunger sterben in Afrika? Ja, auf jeden Fall darf ich das. Man zelebriert ja mit dem jahresendzeitlichen Überkonsum, zelebriert man ja, dass es einem gut geht. Darum geht es ja eigentlich. Und jetzt fühlt man sich natürlich schlecht, weil es den anderen schlechter geht. Aber die Pointe ist ja nicht, dass, wenn man jetzt selber mehr leidet, dass es dann den anderen besser geht. Vom Leid, von meinem Leid, können sich die anderen nichts kaufen. Das ist also keine Lösung. Aber das ist ja auch das Problem. Wir haben viel zu viel und die anderen haben viel zu wenig. Ja, das ist in der Tat das Problem. Aber die Lösung ist, dass die anderen mehr haben und nicht, dass wir weniger haben. Das heißt, es folgt daraus nicht sofort, dass wir weniger haben sollten, damit die anderen mehr haben, weil wir gar nicht im selben Verteilungsmarkt sind. Es ist nicht so, dass hier 7 Truthähne sind. Wir essen die 7 und geben den afrikanischen Kindern keinen Truthahn. Wir sind gar nicht im selben Markt. Sonst wäre das natürlich so. Aber ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen und mir tut der Bauch noch immer weh. Ja, die richtige Lösung ist, dass wir anerkennen müssen, dass die, die hungern, genauso satt sein dürfen wie wir. Die Pointe lautet, dass die auch schlemmen dürfen sollen. Die Pointe lautet nicht, jeder soll ein bisschen weniger essen, sondern eigentlich sollte jeder das Recht darauf haben, bis zu einem bestimmten Maß zu schlemmen. Und wir müssten unsere Ernährungsindustrie selbstverständlich so umstellen, dass sie mit den einfachsten ethischen Bestimmungen kompatibel ist. Das ist sie derzeit nicht, aufgrund von Massentierhaltung und politischer Weltkatastrophen. Aber nicht deswegen, weil wir schlemmen. Schlemmen kann unter Umständen etwas Gutes sein. Das heißt, ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben? Nein, nicht weil du schlemmst, sondern vielleicht weil du das Falsche konsumierst.